Sinnund, der 28. Mai. Das ist Larry Friese von Honey Grove, Texas. Unser Tagsvers für diese Weg sind Jewas Matthäus 7, Vers 13 und 14. Gut, der ich dort enge Purt nennen will, so Purt als weit und der Weich als breit, der an dort verdorben wird. Und viele gehen den Weich. Und dort Purt als eng und der Weich als schmal, der zum Leben führt. Und dort sind nur wenig. Die dort fingen. Wie haben diese Werk gehört von, wie Jesus sagt, die sind dort Licht für diese Welt, zu sehen nur Folgers dort gemeint, zu sehen die Jünger, zu sehen die Kinder, die sind dort Salt für diese Welt. Wie haben gehört von uns Glaube, wie haben gehört von unserer Heilsgewissheit. Und wenn wir nicht checken, dann nur der Farsch, nur unser Tagsfarsch, besonders nur das Port von, wie Jesus sagt, dort sind wir wenig, was auf den schmalen Weg gehen oder was den Finger tun, was nur das eigene Leben führen wird. Und Gedanke, was an wem doch Jesus, als er das sagen wird, dass er mal wenig boven gehen wird? Und was dachte er? Dachte er an Adam und Eva? Dacht er an Abraham? Dacht er an Moses? Oder an König David? Oder dacht er an seine eine Eltern, Josef und Maria? Oder dacht er an seine leibliche Brüder, was erstens nicht an ihm bleibte, aber Lothar zum Glauben kommen würde? Oder deide? Oder dacht Jesus dort einmal an mich? In Lukas 15, Vers 7, da sagt er, ich sage ihnen, große wird sich auch der Engel im Himmel mehr über ein Sünder freuen, der amtiert, aus über 99 Gerechte, den ich amtieren brücken. Hier hat Jesus Christus die Geschichte vertellt von den Schubshort, wo er einen Schub verloren hat, in seine 99, aber starb leid in Jink und sagt dort eine verlorene Schub. Und als er das gefangen hat, dann ging er Frauenhaus und sah eben seine Nobastadt. Und er sagte, er fragt jemand mich mit, weil ich habe den Schub verloren, ich habe das Ware gefangen. So, du hast im Himmel, als du und ich, als wir Buße deide, als wir Jesus annehmen aus ans Heiland, dann hast du im Himmel eine große Freude gewesen für den Engel. In Matthäus 9, Vers 35, da sagt er, und Jesus ging durch all ihre Städte und darüber lehrt in ihre Schulen und predigt das Evangelium von Gott sein Reich und macht die Menschen gesund von all ihre verschiedenen Krankheiten. Und als er das Volk sagt, jammer am dort ewa ernt, wird sie wieder verjocht und hauptlos so als Schub ohne Hort. Das will Jesus sein Hort wir. Das ist, was Jesus in dieser Welt kam. Und er sagt dort, wo jammerlich, wo verloren das Volk wird, sie wird es ein Schub ohne Hort. Und dort ist, worauf Jesus sein Leben geben wird. Jesus, der kam in dieser Welt, um die verlorenen Menschen zu finden. Und da wird du und ich auch mank. Wir sind alle verloren, so wie weiter, wenn wir in dieser Welt nicht geboren waren, wir kommen. Was so ab, kommen zu Verständnis von der Wahrheit, Erkenntnis, dann erkennen wir dort, dass wir sind Sünder. Und ohne Jesus sind wir verloren. Und wahrscheinlich, wie wundervoll, dass Jesus den Weg aufmachen hat für mich und für die, dass wir kennen den schmalen Weg gehen, durch den Weg knapp, durch den Entrance, dass wir den schmalen Weg knapp kommen durch Jesus Christus im Blut, dass wir auf den Weg im Himmel sind. Wird jeder eine